schön, heute Abend hier zu sein. Ich bin eigentlich ursprünglich Oberösterreicher, deswegen ist es irgendwie witzig, wenn man da jetzt als Kärntner geführt wird, obwohl ich sagen muss, ich bin eigentlich schon 10 Jahre da. Deswegen fühle ich mich ein bisschen wie Oberösterreicher mit Kärntner, nein, Kärntner mit oberösterreichischem Migrationshintergrund. Bin über die Dauernroute eingereist. Das ist zwar nicht illegal, aber ich bin ohne zu zahlen am Mautheißchen vorbeigeführt. Desto älter man wird, desto mehr kommt man drauf, was man eigentlich gut kann. Und in meinem Fall ist das, ich bin total gut im Fernsehen schauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mir jetzt alle Superhelden rein, also alle Superheldenfilme, die es so gibt, das haben wir gemacht. Und bin dann zufällig einmal bei so Polit-Sachen hängen geblieben, was ja im Moment eher unvermeidbar ist. Und ja, dann haben wir das von Unfall. Es gibt so viele Superhelden in Amerika, aber bei uns nicht. Deswegen habe ich jetzt keinen Film geschrieben, aber einen Trailer und auf den lade ich euch jetzt ein. Superhelden, sie sind unter uns. Wenn Österreich am Abgrund steht, dann sind sie da. Oder daran schuld. Außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie sind die Avengers. Dies ist die epochale Geschichte von außerordentlichen Charakteren, die sich im Dienst des Volkes stehen. Die Avengers. Ein Mann, seine Pferde. Und ein gigantischer Minderwertigkeitskomplex kämpfen für Rechts und Ordnung. Der Rekord ist Blue Rider. Und Blue Rider ist da, der Hut brennt. Und wenn gerade kein Hut brennt, dann zündet er ihn einfach selber an. Das sage ich dir, wenn das Pferd nicht wert, ist die Republik nicht wert. Sebastian K. als Captain Austria. Denn mit großen Ohren kommt große Verantwortung. Zunächst möchte ich sagen, dass ich extrem dankbar bin, Captain Austria zu sein, da die Leute erkannt haben, dass der Kiss eine viel kleinere Farbe ist als der Schatz. In seiner Paraderolle als Green Smoker, Alexandra V.B. ist halb Mensch, halb Zigarette. Bei ihm löst sich alle Probleme der Republik buchstäblich in Rauch auf. Nicht zu vergessen HCS als Massenspesenvernichtungswaffe, Right Way. Ebenfalls mit dabei Pamela R. als Red Wagner, Peter P. als Schwung, der sexistische Inhalt aus dem Unterholz und Matthias S. als Pink Goblin. Ich hätte vielleicht eine andere Frage als Superhelden geben sollen, aber wissen Sie was? Pink Goblin? Scheiß auf Taktik! Zusammen bilden sie die letzte Phalanx gegen alles Böse dieses Planeten. Die Avengers! Ein Film aus den schlimmsten Untiefen der Niveaulosigkeit, ein Film, der alles vereint, was das Blockbuster-Herz begehrt, eine Gewaltladung Action. Oh mein Gott, was ist das? Es kommt direkt auf uns zu. Da, da, da. Oh nein, es ist eine gigantische Flüchtlingswelle. Wer kann uns jetzt noch retten? Haltet ein, ihr einfaches Volk. Oh, es ist Captain Austria und die Avengers. Bitte bringt uns in Sicherheit. Eure Retter sind da und wir werden euch retten, nachdem wir sichergestellt haben, dass jeder von euch seinen Beitrag für die Republik geleistet hat. Und dann werden wir abwägen, ob wir vielleicht nicht für eine kleine Mindestsicherung machen. Und jede Menge braunen Humor. Du, Right-Wing, welche Frucht ist außen blau und innen hohl? Keine Ahnung. Eine Strachelbeere! Die Avengers! Ein Film, der sogar der goldenen Himbeere die Schamsröte ins Gesicht treibt. Ein Film für den 3-Film-Experten P.A. Straube, der erstmals minus 5 von 10 möglichen Movie mit den Popcorns verarbeitet. Ein Film, dessen Drehbuch sogar für die Pornobranche viel zu seicht ist. Die Avengers, ein Film voller Überraschungen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich auf die Fehler schätzt. Ein Film voller Exzesse. Hey, we're going to Ibiza. Ein Film voller Drama. Ich bin aber nicht in die Opposition. Ein Film voller unvorhergesehener Plot-Twist. Du kiesst es eigentlich auch irgendwie wie blau. Nein! Die Avengers. Am 29. September in Ihrem Politio.